Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich wie versprochen wieder die BYD-Aktie für euch dabei. Jetzt sind ja heute die aktuellen Quartalszahlen rausgekommen. Die sind nicht wirklich so gut ausgefallen. Ein paar Bereiche ja, ein paar Bereiche sehr, sehr schlecht. Ich möchte aber genauer darauf eingehen und dann schauen wir uns natürlich wie gewohnt den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gern schon mal ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen, um mich zu unterstützen. Würde mich natürlich mega freuen. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch direkt und zwar hier eben mit den aktuellsten Aktien-News beziehungsweise zu den Quartalsergebnissen. Ja, die Aktie ist jetzt heute deutlich eingebrochen, zwischenzeitlich um über 10 oder 11%. Sie hat sich wieder ein bisschen gefangen. Wir haben jetzt so 8% minus ungefähr dastehen. Das schauen wir uns aber nachher gleich genauer an. Ja, was sind genau für Zahlen rausgekommen? Sie sind auf jeden Fall deutlich schlechter ausgefallen, als es erwartet wurde. Das war ja das Thema, was ich gestern gebracht habe zum Update, dass man hier einfach schauen muss, was die Analysten gesagt haben vorher. Und ob man das Ganze hier erreicht oder eben über- oder untertrifft. Und der Nettogewinn, der ist hier im abgelaufenen Quartal um satte 28% gesunken. Das ist natürlich gigantisch. Und somit ist jetzt hier die Aktie auch eingebrochen. Es liegt natürlich einmal hier am weltweiten Chipmangel. Also hat auch BYD ganz klar getroffen und zugesetzt. Und BYD hat hier wie alle Automobilhersteller aber massive Probleme, ausreichend Bauteile für die Fahrzeuge zu bekommen. Und daher ist auch der Nettogewinn deutlich eingebrochen, weil einfach die Absatzzahlen zwischendrin gesunken sind. Das BYD-Management erwartet auch, dass sich die Lieferengpässe auch bis nächstes Jahr ziehen werden. Waren hier natürlich offen und ehrlich, dass das Ganze noch ein paar Monate dauern kann und es wird einfach auch dauern, bis die ganzen Lieferketten wieder richtig funktionieren. Der kleine Trost so ein bisschen für uns als Anleger, das Betriebsergebnis stieg um 22%, das ist wieder sehr, sehr gut, auf 54,3 Milliarden, aber hier eben in Heimatwährung. Davor waren wir ja wirklich in einem Rallye-Modus mit einem Allzeithoch, das schauen wir uns wie gesagt auch gleich an. Was positiv zu sehen ist, ist hier das Umsatzwachstum. Man hat hier im dritten Quartal von 2021 einen Umsatz von knapp 54 Milliarden Yuan geschafft. Das ist ein Plus von knapp 22% zum Vorjahr. Das ist rein umsatztechnisch gesehen wieder sehr, sehr stark. Natürlich, wie gesagt, das Nettoergebnis oder auch das Ergebnis je Aktie liegt bei 0,44 Yuan. Das ist ein Minus von 29%. Auch das sehr, sehr schlecht natürlich, hat aber auch mit dem Nettoergebnis zu tun. Jetzt muss man einfach warten, wie sich die Aktie hier erholen kann. Wie gesagt, ein Stückchen ist es wieder nach oben gegangen. Wir sehen es jetzt hier, heute massiver Einbruch vom Allzeithoch bei 34,63 jetzt auf 31,78, ein Minus eben von 8,23%. Noch stehen wir weiterhin über einer wichtigen Unterstützungszone, über der 50-Tage-Linie hier in Gelb zu sehen und auch noch weit über der 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich. Auf Jahressicht gesehen haben wir hier noch fast eine Kursverdoppelung. Wir kommen von ungefähr 17,90 € her. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, nur ein kurz- bis mittelfristiges Problem ist. Sobald die ganzen Chip-Probleme und allgemein diese Lieferkettenprobleme behoben sind, dann sollte hier BYD, glaube ich, wieder aus dem Ganzen rausmanövriert werden. Langfristig stehen die Chancen hier sehr, sehr stark, weil fundamental und zahlenmäßig stehen sie natürlich trotzdem sehr gut da. Wie gesagt, nur halt das abgelaufene Quartal. Ich denke, auch das nächste Quartal wird noch nicht ganz so dolle aussehen. Und mit nächsten Jahr dann, ja, wird mit Besserung, ich denke mal so ab Mitte des Jahres gerechnet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr BYD weiterhin im Depot habt und was ihr zu den aktuellen Ergebnissen sagt und ob ihr weiter am BYD festhält. Ja, und dann interessiert mich natürlich auch, welche Aktien interessieren euch. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich nehme es gerne mit in meinen nächsten Videos auf. Ich habe mir schon ein paar Notizen gemacht. Viele schreiben ja schon fleißig unten rein. Und keine Angst, ich werde auf jeden Fall Updates zu jeder von euren Aktien bringen. Und wie gesagt, freue mich da auch über jedes Kommentar. Ja, und das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich natürlich sehr freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.